und herzlich willkommen zum neuen Video von Gestempelt. Mein Name ist Gesche Preisler und ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin aus Jedenstedt bei Rendsburg. Heute ist Sonntag und das heißt, es gibt bei mir wieder eine Stempeltechnik. Heute möchte ich dir anhand dieser Karte die Masking and Misting Technik vorstellen. Das heißt, man nimmt eine Schablone, die man dann besprüht. Und dann hat man diesen Effekt, sieht so ein bisschen aus wie mit einer Sprühdose, so ein bisschen Graffiti. Und das Wichtigste, was man dafür braucht, ist eben eine Schablone. Das heißt, ich finde das immer am praktischsten mit einem relativ großen filigranen Stanzteil. Mit Schmetterlingen geht das toll, aber auch mit unserem Happy Birthday zum Beispiel aus dem Hauptkatalog. Das habe ich mir jetzt in dem Fall einfach aus schwarzem Tonkarton ausgestanzt. Und ich weiß nicht, ob du das siehst, aber hier habe ich mir hinten einfach ein bisschen Tombow drauf gemacht und das trocknen lassen. Dann haftet es gleich auf dem Papier, aber es klebt eben nicht fest, sodass ich es hinterher wieder abnehmen kann. Das lege ich mir also auf meine Vorlage. Und dann kennst du ja sicher unsere Stampin' Spritzer. Die gibt es halt im Doppelpack. Die kannst du befüllen mit Wasser oder in diesem Fall habe ich einfach Isopropylalkohol reingemacht und den und dann so 2-3 Tropfen Nachfülltinte. Sommerbeere habe ich jetzt heute gewählt. Deswegen den Alkohol, weil das einfach schneller verdunstet und dann das Papier auch einfach schneller trocken ist und nicht so durchweicht. Ganz wichtig ist immer mit Unterlage arbeiten, weil sonst hast du die Farbe gleich überall. Und das ist ein ziemlicher Schweinkram. Also die Maske einfach auf das Papier und dann mit dem Spritzer besprühen, so viel du magst. Möglichst von oben arbeiten, damit nicht so viel Farbe drunter läuft. Ja, und du siehst schon hier, schöner Schweinkram. Und dann wird die Maske einfach abgezogen. Das geht jetzt ganz gut mit dem Tombow. Ich glaube, man kann die sogar noch ein zweites Mal verwenden dann. Genau, und dann hast du schon diesen Maskeneffekt. Jetzt muss das nur ganz kurz ein bisschen trocknen. Es verdunstet halt super schnell. Und bei Papier, wo ich mit Wasser gearbeitet habe, arbeite ich gerne mit dem Flinkfix, weil das einfach schön aufgeklebt werden kann, ohne Wellen zu hinterlassen. Einmal auf eine Mattung aufkleben. Dann habe ich eine flüsterweiße Karte als Grundkarte gewählt. Den extra starken Karton finde ich als Grundkarte immer super. Und auch hier verwende ich nochmal ein paar Lackakzente mit Glitzereffekt in der passenden Farbe. Vielleicht zum einen hellen als Kontrast. Genau. Und fertig sind wir mit der schnellen Technik für heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachwerkeln und freue mich, wenn du mich auf meinem Blog www.gestempelt.de besuchen kommst. Dort siehst du auch auf der rechten Seite immer meine Sammelbestelltermine. Jederzeit kannst du natürlich gerne eine Einzelbestellung abgeben. Und alle wichtigen Informationen und Artikeln zu dieser Technik findest du auch nochmal unter dem Link, den ich dir hier unten unter den Beitrag poste. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Bis ganz bald. Tschüss.